Ja, ich bin Chaos Master. Willkommen bei meinem Talk Hacking Doxis or How to Get Free Internet. Vielleicht warte ich noch mal ganz kurz, bis sich hier das bisschen beruhigt hat. Ja, wunderbar. Kurz zur Vorgeschichte. Also ich hatte schon früher mal ein bisschen mit den DSL-Fritzboxen rumgespielt und irgendwie kam ich dann in die Gelegenheit, dass mir jemand eine Kabel-Fritzbox mal in die Hand gedrückt hat. Und da ich irgendwie gelesen hatte, dass das da irgendwie alles unmöglich ist und man kommt nicht drauf und gibt kein Telnet und so weiter, das hat mich dann irgendwie gereizt, dass ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und einfach mal ein bisschen rumgespielt habe. Ja, und so hat das Ganze angefangen und da machen wir dann auch gleich weiter. Huch. Was denn da passiert? So, ja, kurz zur Übersicht. Ja, genau. Erstmal Bootloader angeschaut, dann wie kriegen wir Code Execution hin, Netcat, Utelnet-D und so weiter. Ja, im Vergleich zu den DSL-Fritzboxen sind die Kabel-Fritzboxen halt stark kastriert. Bei den DSL-Fritzboxen war das früher ganz üblich. Da gab es eine offizielle Methode, wie man Telnet aktivieren konnte, über einen Telefoncode oder über andere Mittel. Das ging alles bei den Kabel-Fritzboxen nicht, weil sich die Provider natürlich, die gab es natürlich auch erstmal gar nicht im Handel so zu kaufen, sondern die gab es nur über die Provider als Leihgeräte. Und die hatten natürlich die Herrschaft darüber und wollten natürlich nicht, dass ihre Kunden dann an den Boxen rumspielen und vielleicht irgendwelche bösen Sachen damit anstellen. Vielleicht haben sie ja damit auch recht gehabt, das werden wir dann noch sehen. Ja, also es ist kein eigenständiges Firmware-Upgrade möglich bei diesen Boxen. Es ist kein standardmäßiger Zugriff per Telnet möglich. Ja, genau. So, es ist möglich, also die Fritzboxen verwenden einen Bootloader, der nennt sich EFA. Das ist irgendwie aus einem Fork von dem ADAM-Bootloader von Texas Instruments, glaube ich, entstanden. Auf den kann man auch zugreifen bei der Fritzbox-Kabel. Das geht über Netzwerk per FTP. Die antwortet darauf auch, allerdings kann man damit leider keine Partitionen dumpen. Man kann sie zwar flashen, aber eben nicht dumpen. Die serielle Konsole ist auch vorhanden und wenn man da was dranhängt, dann kriegt man auch ein bisschen Output. Sobald aber dann das System, also der Bootloader spuckt ein bisschen was aus, sobald dann aber das System kommt, ist Stille auf dem. Also das war dann erstmal nicht der Weg, den ich weiterverfolgt habe. Ich bin dann einen anderen Weg gegangen. Ich habe mich aus meiner Zeit mit den DSL-Fritzboxen an so eine schöne Möglichkeit erinnert, dass es gab ein Skript, das nannte sich Call-Log, was standardmäßig auf den Boxen nicht existiert, was man aber anlegen konnte. Und wenn es existiert, dann wird das vom System aufgerufen, sobald ein Telefonanruf eingeht. Also sobald ein Telefonanruf angeht, wird dieses Call-Log-Skript aufgerufen. Als Parameter kriegt es dann die angerufene Nummer und den Anrufenden übergeben. Und das hatte ich damals seinerzeit dafür verwendet, um so einen Wake-on-Call zu machen. Also wenn ich mit dem Handy dann zu Hause auf meinem Festnetz angerufen habe, dann ist mein Rechner hochgefahren. Also im Endeffekt war das einfach dieses Call-Log-Skript, was dann ein Wake-on-Alarm gemacht hat. Und daran habe ich mich halt erinnert. Die schöne Sache dazu ist, die Fritzbox haben so eine Einstellungs-In- und Export-Funktion. Und über diese Einstellungs-In- und Im- und Export-Funktion ließ sich eben auch dieses Call-Log anlegen und bearbeiten. Also wie gesagt, dieses Skript existiert standardmäßig nicht. Wenn man normalerweise einen Export macht, dann taucht dieser Bereich auch gar nicht auf. Wenn man diesen Bereich aber anlegt und das Ganze wieder zurück in die Fritzbox spielt, hat man auf einmal dieses Call-Log und es wird auch ausgeführt. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht gibt es dieses Skript ja oder vielleicht kann man das ja auch bei der Kabel-Fritzbox benutzen. Dafür einfach den Einstellungsexport gemacht, also den gibt es eben auch bei der Kabel-Fritzbox, diesen Call-Log, das Call-Log-Skript eingefügt und dann muss man eben noch mit Fritz-Checksum oder mit anderen Tools, also früher ging es auch, dass man, glaube ich, No-Checks gleich Yes gesagt hat und dann hat die einfach die Checksumme nicht überprüft, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, einfach diese Checksumme neu zu berechnen und dann wird diese überarbeitete Exportdatei auch angenommen. Ja, also zuerst stellte sich dann raus, dass scheinbar kein Telnet vorhanden ist. Ich sage deswegen scheinbar, weil ich dann später festgestellt habe, dass es eben nicht, also die haben es nicht komplett ausgebaut, also die benutzen eine Busybox. Da war zwar ein Telnet drin, die haben da aber irgendwas reingepatcht, dass das Telnet nur funktioniert, wenn ein Symlink unter einem bestimmten Pfad existiert auf die Busybox. Also das musste dann nicht mal über diesen Pfad aufgerufen werden, sondern sobald dieser Pfad existiert, ließ sich Telnet starten. Das hatte ich allerdings erst hinterher herausgefunden. Ich bin zu dem Zeitpunkt erstmal davon ausgegangen, dass es kein Telnet auf der Box gibt. Also nächster Versuch mit Netcat. Hier ganz einfaches Call-Log-Skript, was einfach ein Netcat aufmacht auf Port 1234, eine BinSH darauf startet und ja,
Das Ganze hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich kam auf die Box, konnte ein bisschen mich umschauen, aber das war ein bisschen unkomfortabel mit dem, keine Tab-Competition und so weiter. Und irgendwie, ich kannte das mit dem Telnet, auch wenn man ja eigentlich Telnet nicht unbedingt will, aber in dem Fall war mir Telnet dann lieber. Dann dachte ich mir, dann gibt's doch den U-Telnet D, der ist schön klein, den kann man vielleicht cross-compilen und den packen wir dann auf die Box drauf und dann habe ich meinen eigenen Telnet. Das hat auch ganz gut geklappt. Also den Telnet dann kompiliert und auf die Box gepackt. Hier sehen wir, was mir da zuerst ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich kannte halt die ganzen alten Systeme, die waren auch ARM. Hab dann halt einfach da ein U-Telnet D mit den alten Cross-Compile-Tools gebaut und das ging nicht. Und dann habe ich halt eben über Netcat mir dann mal ein Binary angeguckt und stellte fest, hat einen Moment gedauert, bis ich es gesehen habe, dass es hier ein MSB-Executable ist und die alten Boxen alle LSB, also Least Significant Byte und das Most Significant Byte, also Big Endian, Little Endian. Das habe ich halt im ersten Moment einfach übersehen und sobald ich dann die richtige Toolchain verwendet habe, hat das da auch auf Anhieb geklappt. Also wie gesagt, einfach cross-compiled, hatte ich mein U-Telnet D, so wie kriegen wir den jetzt auf die Box? Ich habe ja nur dieses Call-Log-Script, jetzt will ich ja irgendwie mein Binary da auf die Box kriegen, also zu diesem Zeitpunkt habe ich ja noch keine Möglichkeit, da irgendwie per SSH oder FTP oder sonst wie was auf die Box zu kopieren. Also ein kleines Script gebastelt, hier sehen wir schon, das macht Folgendes, also unten sehen wir Payload, darunter wäre jetzt sozusagen noch das Binary, was praktisch mit Cut einfach drangehängt wird. Das Script kopiert sich dann selbst in einen anderen Speicherbereich, weil der Bereich war Flash Callog, also wo dieses Callog abgelegt ist, ist so ein spezielles Flash-File-System von AVM und da lassen sich keine normalen Dateioperationen, also ich kann da kein Copy und so weiter machen. Cut funktioniert, aber ich kann halt nicht mitten in eine Datei springen. Insofern einfach erstmal ins Temp kopiert und dann suche ich einfach in meinem Script nach dem Payload. Und den Payload kopiere ich mir dann in dem Fall nach Data Fbox UTelnet D und dann habe ich dort, also das ist noch mit gzip verpackt und das dann habe ich mein UTelnet D einfach unter Data Fbox liegen und kann das auch ausführen. Dieses SBIN A7 Login, das ist noch, also das ist ein Standardtool von AVM, was dann einfach dafür sorgt, dass beim Telnet Zugriff nach dem Web Oberflächenpasswort gefragt wird. Das hätte man sich auch sparen können. Also ich hätte natürlich jetzt auch einfach direkt den UTelnet D starten können und dann hätte ich einfach direkt Zugriff ohne Passwortabfrage. Aber so ist das irgendwie dann doch nochmal mit Fritz Becks Passwortabfrage und so weiter irgendwie ein bisschen schöner. Auf jeden Fall, das Ganze hat ganz gut funktioniert. Also man sieht einfach das Script drauf, hinten das Binary dran gehängt, das Ganze dann in die Export-Datei. Um das Ganze natürlich reinzukriegen, weil wir können natürlich nicht Binärdateien einfach in diese Textdatei tun. Was AVM da macht, ist, dass die das einfach als Base64 in die Export, also Binärdateien als Base64 da reinpacken. Dafür ein kleines Convert-Script, was im Endeffekt genau das macht. Also das nimmt halt das Script entgegen, konvertiert das mit Base64 und dann habe ich halt, kommt dabei dann so etwas raus. Also das ist jetzt nur ein Ausschnitt von oben, also in der Mitte fehlt der, aber so sieht das aus und so kann ich das dann genau in die Exportdatei übernehmen. Also Binfile Callog, da weiß das Fritzbox-System schon, welche Datei gemeint ist. Da ist die Warflash Callog gemeint, die legt er dann an und in dem Moment, sobald ich dann, also natürlich muss ich dann erstmal auch noch dieses Script ausführen, damit ich dann auch Telnet-Zugriff habe. Wie machen wir das? Weil ich habe ja eine Box, die ist nicht provisioniert und ich habe kein Internet und ich kann die nicht anrufen, die hat keine Telefonie eingerichtet. Ist aber auch alles gar kein Problem. Legen wir einfach so einen Dummy-Account auf der Box an. Hier sieht man so irgendwelche IP-Adresse 111 und so weiter, irgendwelche Dummy-Daten eingetragen. Und das Schöne ist, die Fritzbox reagiert dann darauf, wenn man sie da per SIP dann drauf anruft. Dafür habe ich dann Linphone verwendet, habe einfach mal per Telnet auf die Box angerufen und siehe da, plötzlich ging Telnet. Wunderbar. Schauen wir doch mal auf die Box, was sich denn so auf der Box befindet. Ja, und da kommen wir dann zum nächsten Teil. Man sieht schon Fritzbox Keybill. Ne? Also gucken wir mal ins Dateisystem. So. Dann sieht man erstmal so ein paar interessante Dateien, also hier CM, Cert, Cer, CM Key, Priv, Bin und so weiter. Also dabei handelt es sich dann erstmal, dazu muss man wissen, im Kabelnetz wird BPI Plus verwendet für die Authentifizierung. Das heißt, jede Box hat ein Schlüsselpaar, ein Private Key und ein passendes Zertifikat dazu. Das Zertifikat ist vom Hersteller signiert, der wiederum von der Eurodoxis RootCA signiert wurde.
Das heißt, das Modem meldet sich dann damit gegenüber dem CMTS an und authentifiziert sich damit. Und das CMTS, also das Cable Modem Termination System, das sozusagen das Endstück auf der anderen Seite beim Provider, vergleichbar vielleicht mit bei DSL, dem DSLAM, wobei das Ganze nochmal ein bisschen anders ist, da ja Kabel ein Shared Medium ist. Aber grundsätzlich, das ist halt das Gegenstück, was beim Provider steht. Und der überprüft halt eben, wenn sich das Modem meldet, mit dem Zertifikat, ob dieses Zertifikat auch vom Hersteller unterschrieben ist, ob das gültig ist und so weiter. In dem Zertifikat im Common Name steht dann die MAC-Adresse des Modems, also dass die MAC-Adresse dann auch zur MAC-Adresse des Modems passt, also dass man nicht einfach die MAC-Adresse tauschen kann, auf die MAC-Adresse vom Nachbarn ändern kann und dann eben plötzlich den Internetanschluss vom Nachbarn nutzen kann, weil das soll das genau unterbinden, weil ich brauche dann eben auch den Private Key und das passende Zertifikat für diese MAC-Adresse. So. Dann folgen wir doch, dann sind wir noch hier die MFG-CER-CER, das ist, MFG steht in dem Fall für Manufacturer Certificate, das ist sozusagen also das Intermediate-Zertifikat von AVM. Dann sind wir MFG-Key-Pub, also der Public Key von AVM, der ja eigentlich auch im CERT drin steht, aber trotzdem hier nochmal extra. Und Root-Pub-Key, in dem Fall das Root-Zertifikat der Eurodoxis, wir sehen, das ist ein Symlink auf etc Doxis Security. Also schauen wir doch einfach nochmal rein, was sich vielleicht in etc Doxis Security befindet. Und da sehen wir auch wieder eine ganze Reihe an verschiedenen Zertifikaten und PEM und Keys und so weiter. Da sieht man ja schon irgendwie, also wir haben Euro MFG Cert, wir haben Euro MFG Key, wir haben Euro MFG Key Pub. So, also Moment, wir haben Key Pub und wir haben Key PEM. Ja, komisch. Schauen wir doch mal rein. Ja, wir sehen Begin RSA Private Key. Ich habe jetzt mal hier nicht den gesamten Key, aber der eine oder andere wird sich vielleicht schon denken können, dass das vielleicht ein bisschen problematisch ist. Naja. Ja, ich hatte das Ganze so Anfang letzten Jahres mich damit beschäftigt. Irgendwie, als ich mir das dann aufgefallen ist, habe ich mich dann mal an Heise gewandt, ob die denn nicht vielleicht mal bei AVM und bei den ganzen deutschen Providern anklopfen würden und denen mal sagen würden, dass es da vielleicht ein Problem gibt. Die haben das natürlich erstmal alles kleingeredet und kein Problem und warten sie noch. Und also wie man sieht, im Juli ungefähr, glaube ich, habe ich mich dann bei Heise gemeldet. Die hatten das dann weitergeleitet an AVM, haben mir ein bisschen Zeit gegeben. Im November haben sie dann was dazu veröffentlicht. AVM entweicht der geheime Fritzbox-Schlüssel. Naja, der Titel kann man drüber streiten, aber gut. Ja, genau, also nochmal zusammengefasst. AVM liefert den privaten Schlüssel für ihre Intermediate-CA auf dem Kabelrouter aus, der beim Kunden zu Hause steht. Die Intermediate-CA ist von der Eurodoxis-CA unterschrieben. Das heißt erstmal generell jeder, der Eurodoxis-CA vertraut, der vertraut auch dieser Intermediate-CA. Wie sich später herausgestellt hat, gibt es dann auch noch auf der Box so ein Programm, das nennt sich CM-Zertgen, was wohl scheinbar verwendet wurde. Nach einem Werksreset hat sich die Box dann einfach ein neues Zertifikat generiert und hat es halt auch gleich unterschrieben. Ist ja kein Problem, ne? Sie hat ja den Private Key. Also, ja, warum nicht? ich hatte beim Kongress letzten Jahr einen kleinen Lightning-Talk dazu gehalten und da irgendwie ist das dann von Cable Labs, das ist die Verwalter der Doxis, also es gibt immer Doxis, das ist das, was in den USA verwendet wird und dann gibt es Eurodoxis, was fast sonst überall verwendet wird. Grundsätzlich unterscheiden die sich eigentlich nicht. Die haben nur eine andere Zertifikatinfrastruktur, also eine andere PKI, sind aber eigentlich technisch fast das Gleiche. Auf jeden Fall meldete sich dann von Cable Labs der CEO bei mir, der CTO Ralph Brown, und kurze Zeit später auch von Accentis, also das sind die Eurodoxis CA verwalten, Luke Martens, die mir sagten, ja, das ist alles kein Problem und wir haben das Zertifikat jetzt zurückgezogen und das betrifft ja sowieso nur Eurodoxis und naja, ist alles halb so schlimm. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, aber wenn man sich dann mal so die Dokumentation von den CMTS-Systemen, wie gesagt, Eurodoxis und Doxis unterscheidet sich jetzt nicht so sehr technisch. Das heißt, die ganzen CMTS unterstützen natürlich beide Standards.
Und man kann natürlich davon ausgehen, dass ihr dann in der Default-Konfiguration auch beide RootCAs installiert habt. Und wenn der Admin jetzt nicht manuell da hingegangen ist und das Eurodoxis-CA in den USA aus dem CMTS geschmissen hat, könnte man davon ausgehen, dass das vielleicht auch dort akzeptiert wird. Genau. Also vermutlich von vielen CMTS weltweit akzeptiert, weil eben das Vertrauen gegenüber der Eurodoxis RootCA besteht. Aber wie gesagt, sie sagten, das ist revoked und das ist alles kein Problem. Könnte man ja davon ausgehen, dass das dann auch so ist, wenn das revoked ist. Hier nochmal ein Überblick, wie diese Zertifikatsinfrastruktur aussieht. Also wir haben oben die Eurodoxis-CA, beziehungsweise bei Doxis dann die Doxis-CA. Dann gibt es die Manufacturer-CAs, also das sind dann von Cisco oder von AVM oder wie auch immer, wie sie alle heißen, die Intermediate-CAs. Die haben dann alle eine eigene, die von Eurodoxis signiert ist. Und die wiederum unterschreiben dann die Device-Zertifikate, damit das CMTS auf der anderen Seite auch wieder sicherstellen kann, dass das Gerät mit dieser MAC-Adresse und diesem Zertifikat auch wirklich vom Provider, vom Hersteller so ausgeliefert wurde und nicht jemand irgendwie die MAC-Adresse getauscht hat, um irgendwie einen Internetanschluss zu klauen. So, also das ist die Struktur, wie man es halt kennt, so eine PKI-Infrastruktur. Genau. Ja, wie, jetzt fragt man sich natürlich, wie ist das mit MAC-Adressen? Also grundsätzlich, ich kann ja jetzt, wenn ich diesen Private Key habe, kann ich ja ein beliebiges Zertifikat erstellen und kann ja in den Common Name reinschreiben, was ich will. Das heißt aber trotzdem, ich brauche natürlich, damit das Ganze dann auch Sinn macht, eine MAC-Adresse, die auch beim Provider registriert ist und die auch funktioniert. Aber jetzt, wo kriegt man eine MAC-Adresse her? Ja, hier ist mal ein Auszug aus dem Environment der Fritzbox, da stehen ein paar Daten drin. Vielleicht fällt ja dem einen oder anderen was auf, wenn er sich die MAC-Adressen anguckt. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass die ganzen Xe identisch sind bei allen MAC-Adressen. Wenn man sich mal MAC-WLAN anguckt und MAC-DSL, fällt da jemandem was auf? Ja, also plus eins, ne? Das heißt, Wardriving kennt man, es gibt auch so schöne Online-Datenbanken, wo man mal reinschauen kann. Da gibt es jede Menge WLANs und die, gerade bei den Fritzboxen zum Beispiel in der Default-Konfiguration, wenn dann das WLAN irgendwie Fritzbox 6320 Cable WLAN heißt und man die MAC-Adresse dann entsprechend auch hat, dann ja, ist es auch nicht so ein Problem, dann auf die Kabel-MAC zu schließen. Und wenn man dann auch noch diesen Private Key hat, naja, dann kann man sich halt ein gültiges Zertifikat dafür erstellen. Aber es ist ja revoked, ist alles kein Problem. Das sehen wir ja jetzt gleich. Also, AVM verwendet nämlich seit 2015 neue und verbesserte Zertifikate. Alles kein Problem. Genau, also die deutschen ISPs arbeiten gemeinsam mit AVM daran, eben die neuen Zertifikate dann auf die Boxen zu kriegen, damit sie das alte Zertifikat sperren können. Das sollte laut den Providern bis Ende November 2016, also letzten Jahres, abgeschlossen sein. Also zumindest die letzten Provider wollten, glaube ich, Ende November fertig sein. Ich kann zumindest für einen Provider sagen, dass das immer noch funktioniert. Und was ist mit dem Rest der Eurodoxis-Welt? Also wenn ich ja jetzt den Leuten nicht sage, dass das Zertifikat irgendwie gesperrt werden muss, oder dann wird es halt nach wie vor akzeptiert. Hier sehen wir nochmal, also das ist das Zertifikat, um das es geht. Also das ist nicht das Gesamte, aber so der interessante Teil. Wir sehen die Seriennummer, die betroffen ist. Wir sehen, dass das ein 2048-Bit Public Key hat. Signature Algorithm, SHA-1 with RSA Encryption. So, und jetzt gibt's das neue, verbesserte Zertifikat. Ich weiß ja nicht. Was ist denn, ja. Vor allem, also SHA-1 immer noch, ne? Also beim neuen Zertifikat. Dazu muss man sagen, das ist natürlich jetzt nicht die Schuld von AVM. Das Zertifikat wird ja nicht von AVM ausgestellt, sondern eben von Accentis, die RootCA verwalten. Wo man sich dann aber schon fragt, wenn sie dann hier 2015, sieht man, März, 13. März 2015 wurde dieses Zertifikat ausgestellt und es verwendet eben immer noch SHA-1 für die Signatur. Ja, aber das ist verbessert und neu. Ja,
Ja, dann im Zusammenhang auch mit dieser Veröffentlichung durch Heise hat dann Accentis sich entschlossen, einen Artikel zu veröffentlichen, wie man denn jetzt damit umgeht und dass eben dieses Zertifikat zurückgezogen wurde und was man denn damit macht. Da habe ich mal aus diesem Artikel, da der geht relativ, also was heißt relativ lang, also sind ein paar Details, wie man damit umgeht. Da habe ich mal ein paar Zitate raus. Also einmal eben die ganz wichtige Frage: Mein CMTS benutzt eigentlich gar keine AVM-Geräte und benutzt dieses Zertifikat nicht. Bin ich davon betroffen? Natürlich trotzdem, weil es kann ja trotzdem jemand diesen Key benutzen, um irgendeine beliebige MAC-Adresse zu unterschreiben. Und weil das eben von Eurodoxis signiert ist, wird das CMTS auch akzeptieren. Weil da gibt's ja keine Unterscheidung zwischen Herstellern und so. Es gibt eben, die haben die Eurodoxis-CA drin und alles, was von Eurodoxis signiert ist, ist erstmal in Ordnung und dem wird vertraut. Also insofern, man ist auch nicht dann sicher, wenn man keine AVM-Geräte verwendet. Ja, und dann zum Thema Revocation. Two centralized methods are defined in the specification, CRL and OCSP. None of these are required to be supported. No public CRL or OCSP for Eurodoxis exists. What? Also, um das nochmal zusammenzufassen, das bedeutet letztendlich, wenn jemand dafür sorgen will, dass in seinem Netz diese gefälschten Zertifikate nicht funktionieren, dann muss er manuell in jedem CMTS oder vielleicht auch automatisiert bei all seinen CMTS, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, also wird er seine Möglichkeit haben, mitteilen, dass er bitte doch dieses Zertifikat, dieses eine, nicht diesem nicht mehr vertrauen soll. Das heißt aber wiederum, der Betreiber des Netzes muss auch Bescheid wissen, dass dieses Zertifikat zu sperren ist, weil das passiert ja nicht automatisch. Es gibt eben keine CRL, die dann automatisch sagt, so, dieses Zertifikat ist jetzt nicht mehr vertrauenswürdig, weil der Key dafür ist bekannt und ab sofort gilt's nicht mehr, sondern sie müssen hingehen, wissen, dieses Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig und müssen es eben manuell sperren. So, wenn man in Deutschland ist, dann die Provider haben es mitgekriegt, allein durch Heise und so weiter, aber Eurodoxis und Doxis wird eben nicht nur in Deutschland verwendet und deshalb gehe ich davon aus, dass es noch sehr viele Provider geben wird, die wahrscheinlich dieses Zertifikat immer noch akzeptieren und das wird vermutlich auch noch eine längere Zeit so bleiben. So, ja, und das ist auch nochmal ein Zitat aus dieser Seite, also das ist der Befehl, mit dem sie dem Provider nahelegen, dieses Zertifikat doch zu sperren, also da wird dann der Trust für diese Zertifikats, irgendwo steht's, genau, also da wird dann das Zertifikat einfach auf das Hexstring ist das Zertifikat einfach, das komplette Zertifikat als hexadezimale Darstellung und da wird einfach der Trust entzogen mit SNMP das Ganze. Ja, ich hatte eben schon mal kurz gesagt, dass AVM sich dann in Deutschland mit den Providern zusammengetan hat und sich überlegt hat, naja, wie gehen wir jetzt damit um, weil die ganzen Boxen, die im Umlauf sind, die haben halt alle das Zertifikat und das ist wahrscheinlich auch mit eine Begründung, warum man sich entschieden hat, eben keine CRL oder keine automatisierte Möglichkeit der Sperrung zu machen, weil das natürlich auch ein hohes DOS-Potenzial hat, ne? Wenn man dann so ein Zertifikat sperrt, dann kommen natürlich die ganzen Modems, die dieses Zertifikat sperren, auf einmal nicht mehr ins Internet. Das wollen die Provider natürlich auch nicht. Also insofern müssen sie es ja irgendwie schaffen, entweder die ganzen Modems auszutauschen oder irgendwie eine Methode zu finden, wie sie auf dem Modem die Zertifikate austauschen, bevor sie die alten Zertifikate sperren, weil sonst haben die ja wieder kein Internet und können sich auch kein neues Zertifikat. Also das ist irgendwie so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Was AVM dann gemacht hat, die haben dann angefangen, beim Firmware-Update noch ein Binary mit drauf zu pushen. Das sieht man hier, das nennt sich CMDL-Cert. 1,3 Megabyte groß und dieses Binary soll dafür sorgen, dass das Zertifikat, ein neues Zertifikat auf die Box kommt. Jetzt guckt man sich mal ein bisschen das Binary an. Machen wir mal ein Strings drüber. Also das ist jetzt auch wieder nur ein Auszug mit so den interessanten Strings. Vielleicht fällt dem einen oder anderen schon was auf. Application XWWW Form URL encoded, Content Length, dann steht da so ein Servername, irgendwie sowas, was so aussieht wie Parameter, die eventuell irgendwie an URL übergeben werden können. Ganz unten sehen wir noch was von NovTar-File downloaded. Also da kann man schon eine ganze Menge draus schließen. Also im Prinzip kann man damit ja fast schon erraten, vielleicht, wie das Ganze aussehen könnte.
Aber um nochmal sicher zu gehen, also wir sehen ja HTTPS, das heißt, ich kann auch nicht einfach mitschneiden, was da passiert. Aber um nochmal sicher zu gehen, was das Ding wirklich macht, habe ich halt Folgendes gemacht. Einfach mal, also wir sehen ja hier die URL, da steht dann der Servername drin. Wenn ich da einfach mal meinen eigenen Server und dann sehen wir irgendwo in Zeile 15, genau, war CA-PAM, da ist dann die CA-Zertifikate drin, die eben den Server Public Key enthalten, beziehungsweise eine CA, die diesen signiert hat. So, wenn wir jetzt einfach mal den Servernamen austauschen und die CA-PAM-Datei austauschen mit unserer eigenen und dann sozusagen eine Man in the Middle, beziehungsweise ich sage jetzt mal Man at the End, weil mich ja eigentlich nur interessiert hat, wie sieht dieser Request aus. Also mir ging es ja nicht darum, dann wirklich den Request auch an AVM oder wie auch immer weiter, sondern ich wollte ja nur mal sehen, stimmt meine Vermutung mit dem Request, wie man den schon erraten kann. Also nenne ich mal Man at the End, weil im Endeffekt die Anfrage dann an meinen Server geht und dann aber nicht mehr weitergeht. Aber im Endeffekt kann ich dann in die SSL-Verschlüsselung reingucken und sehe, wie der Request aussieht. Und die Folge davon ist dieser schöne Einzeiler. Ich weiß nicht, warum man dafür 1,3 Megabyte braucht. Gut, man muss sagen, sie haben da, glaube ich, auch OpenSSL statisch reingelinkt, aber es ist trotzdem dynamisch gelinkt. Also ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Aber dieser Einzeiler in Curl hat es auch getan. Wie wir hier unten sehen, kommt dann da eine Datei raus, ein TAR-File ungefähr 10K groß. Also wir sehen die Vermutung, die wir schon mit Hilfe von Strings hatten, wie möglicherweise dieser Request aussieht, hat sich bestätigt. Also das ist einfach ein HTTPS Post Request, wo ein paar Parameter übergeben werden, unter anderem die Hardware-ID, die MAC-Adresse, für die das Zertifikat zum Runterladen ist, OEM, was dann in dem Fall sowas wie Unity ist oder LGI bei den neueren Modellen oder KDG bei den Kabel Deutschland beziehungsweise Vodafone-Modellen oder eben einfach AVM, wenn es ein Retail-Gerät ist. Wobei die Retail-Geräte grundsätzlich schon mit den neuen Zertifikaten ausgestattet sind. Ja, und dann noch Version. Also das sind alles Sachen, die man da rauskriegt aus der Box. Also das sind alles Infos, die bekannt sind. Wobei sich auch irgendwie relativ schnell herausgestellt hat, dass es eigentlich völlig egal ist, was man in diese ganzen Felder reinträgt. Es geht eigentlich nur um die MAC-Adresse. Also vermutlich werden die ganzen anderen Daten halt irgendwie wahrscheinlich gelockt, damit man irgendwie später eine Statistik hat, was für Modelle jetzt und von welchem Provider. Aber im Endeffekt haben wir hier wieder eigentlich das Problem. Sobald ich die MAC-Adresse kenne, kann ich halt mir das Zertifikat ziehen. Gut, ganz so einfach ist es halt auch nicht. Ach genau, hier können wir noch mal, gucken wir nochmal rein. Also das ist dann, was in dem TAR-File letztendlich drin ist. Also sehen wir, hier haben ein neues Zertifikat. Einmal das Modem-Zertifikat und dann nochmal das neue Manufacturer-Zertifikat, also das neue Intermediate-Zertifikat, was natürlich ausgetauscht wurde, und den passenden Public Key. Und wir sehen jetzt auch gleich schon, dass wir einen neuen Private Key, natürlich jetzt nicht der Private Key für die Intermediate CA, aber einen neuen Private Key für das Modem, wo man sich natürlich auch fragen kann, muss das jetzt sein, dass der Provider mir meinen Private Key warum kann nicht die Box irgendwie selber einen Private Key bereitstellen und dann irgendwie über ein Certificate Signing Request oder sonst wie? Also warum muss der Provider überhaupt meinen Private Key kennen, beziehungsweise der Hersteller? Aber hier sehen wir, er gibt mir einfach einen komplett neuen Satz, inklusive Private Key und Public Key und so weiter. Und das landet dann auf der Box und dann ist die Box mit neuen Zertifikaten ausgestattet. Ja. Dazu kommen wir gleich. So, da hast du deine Antwort. Also das geht nicht aus dem Public Internet, weil der Download-Server einfach nur aus den IP-Ranges es geht schon aus dem Public Internet, aber eben nur aus den IP-Ranges der Kabelnetze. Wenn ich an einem DSL von der Telekom oder irgendwie, was gibt's da noch, O2, Telefonica hänge, dann antwortet der Server einfach nicht. Wenn ich aber, beziehungsweise inzwischen antwortet er, glaube ich, sowieso gar nicht mehr. Ich glaube, der ist inzwischen abgeschaltet. Aber als er noch geantwortet hat, hat er eben nur innerhalb der Kabelnetze geantwortet. Die weitere Sicherheitsvorkehrung ist, dass eben ein Download pro MAC-Adresse nur einmal möglich ist. Also wenn die Box dann aus irgendeinem Grund ihr Zertifikat schon runtergeladen hat und dann irgendwie, da gab es zum Beispiel alte Firmware-Versionen, die halt, was auch der Grund war, warum dieses TM-Zertcan nach dem Werksreset halt ein neues generiert hat, weil die Zertifikate eben in einem Speicherbereich lagen,
der beim Wechsel jetzt gelöscht wurde. Und wenn man da den falschen Firmware-Stand hatte, das haben sie dann aber später gepatcht, gab es auf jeden Fall schon wohl Fälle, das sieht man auch in Foren, dass dann halt irgendwie jemand das Zertifikat schon runtergeladen hatte, dann Werksreset und dann war es weg und beim nächsten Mal ist das Update fehlgeschlagen, weil es kein Zertifikat mehr runterladen konnte, weil der Download eben nur einmal möglich ist. In den neueren Versionen haben sie das gepatcht, also da stellen sie eben sicher, dass beim Firmware-Reset dieser Bereich nicht gelöscht wird, wo das Zertifikat abgelegt wird. Also das ist diese, den haben wir vorhin auch schon gesehen, halt bei der Auflistung der Download-Ordner, wo die dann abgelegt werden, die liegen im NVRAM. Und da stellt dann einfach, gibt's eine Datei, die heißt NVRAM don't remove und da steht dann halt der Pfad drin zu den, und beim Firmware Reset wird dann halt geguckt, dass die nicht gelöscht werden. Also, aber so, das ist halt dann die Sicherheitsvorkehrung, aber wenn dann jemand natürlich die MAC-Adresse kennt und irgendwie schneller ist als der, dem das Modem gehört, hat er halt Pech gehabt und man hat ein neues gültiges Zertifikat mit dem neuen Private Key unterschrieben. Und was dann natürlich auch wieder funktioniert, so bis natürlich die MAC-Adresse gesperrt wird, weil der Kunde eben nicht mehr online kommt und wahrscheinlich dann ein neues Modem zugeschickt kriegt. Also kann man mal davon ausgehen. Ja genau, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Also vermutlich, es scheint nur die MAC-Adresse wirklich relevant zu sein bei diesem HTTPS-Request. Die anderen Daten, die landen wahrscheinlich irgendwie im Logfile, also das sind alles Vermutungen. Aber letztendlich scheint es relativ egal zu sein, was da drin steht. Also auch, obwohl man davon ausgehen könnte, dass AVM vielleicht weiß, okay, die und die MAC-Adresse, das Gerät haben wir vielleicht an Unity gegeben, also muss der OEM Unity sein. Aber so eine Überprüfung findet nicht statt. Also wenn man da einen anderen OEM angibt, dann klappt das trotzdem. So, kommen wir zum letzten Teil, One More Thing, Uncapping. Da muss ich jetzt nochmal dazu sagen, das ist jetzt ein kleiner Schnitt, weil das mit dieser ganzen Zertifikatsgeschichte eigentlich so nichts zu tun hat. Das ist aber irgendwie in dem Zuge entstanden. Ich habe halt dann mit der Box rumgespielt und als das dann alles irgendwie ging, dachte man, ja, was kann man denn da vielleicht noch machen? Also da nochmal zu sagen, hier war jetzt auch zwar immer noch die Fritzbox dann mein Werkzeug der Wahl, weil ich da einfach ein Linux-System drauf habe und mit rumspielen kann und alle Möglichkeiten. Da ist jetzt aber an dem, was jetzt kommt, da kann man jetzt AVM oder auch der Eurodoxis CA wahrscheinlich nichts anlasten, weil das einfach, ich vermute, ein Problem des Doxis an sich ist, weil das ja eben ein Shared Medium ist. Dazu muss man sagen, weil bei Doxis, also Kabelinternet, ist es ja so, dass ja an einem Kabelstrang mehrere tausend Haushalte und Kunden hängen könnten. Also beim DSLAM oder bei DSL, da habe ich ja meinen Port am DSLAM und dann geht meine Kupferdoppelader bis zu mir und das ist mein Anschluss und da hängt niemand anderes dran. Bei Kabelinternet, beim CMTS, das hat dann ein paar Radiointerfaces und pro Radiointerface geht dann ein Kabel raus und das teilt sich dann in so einer Baumstruktur auf und da hängen dann ganz viele Haushalte an. Also wenn dann letztendlich Daten auf dem Radiointerface ankommen, lässt sich jetzt erstmal nicht nachvollziehen, wo die wirklich von welchem Anschluss in welcher Wohnung die wirklich herkommen. Das Identifizierungsmerkmal im Kabelnetz ist die MAC-Adresse, die ja vorhin mit den Zertifikaten, das haben wir gesehen. Und das heißt letztendlich aber auch, dass diese ganze Konfiguration und Bandbreiten und so weiter, das passiert eben alles auf dem Modem. Das heißt, wenn ich jetzt einen Anschluss mit 10 Mbit gebucht habe, dann lädt sich das Modem eine Datei runter, wo eine Konfiguration drin steht, du hast nur 10 Mbit. Also das ist auch schwierig, das anders zu lösen. Das ist natürlich technisch schon irgendwie das Sinnvollste, das dann beim Kunden schon zu beschränken, die Bandbreite, weil sonst würde das ja wieder bedeuten, dass der Provider dann irgendwie wieder Pakete droppen muss und so weiter. Also letztendlich, was gemacht wird, das Modem hat die ganze Einstellung, wie viel Daten jetzt durch die Leitung gehen dürfen. So, also genau, die DOCSIS-Konfiguration wird vom Modem per TFTP runtergeladen, also das Modem macht am Anfang DHCP-Request, im DHCP-Request wird dann gesagt, hier, hol dir mal da deinen vom TFTP-Server, Entschuldigung, deine Konfigurationsdatei und da stehen dann verschiedene Einstellungen drin, also nicht unter anderem eben auch die Bandbreite. Ja, genau, und um diese ganze Konfiguration, das ist ein Binärformat, da gibt es aber Open-Source-Tools, die kann man auch, ich glaube im Debian-Repository ist das sogar drin, ansonsten hier unten sehen wir GitHub, gibt es das auch. Doxis Config Encoder und der kann diese Datei dann in eine Textdatei umwandeln und umgekehrt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir die Konfiguration vielleicht einfach bearbeiten?
Also hier mal so ein Auszug, wie so eine Konfiguration aussieht. Also so fängt die dann an. Da sehen wir zum Beispiel Max CPE 2. Also das heißt, bis zu 2 öffentliche IPs würden vom Provider an dieses Modem gegeben. Und dann sehen wir, ich habe jetzt mal die 2 unteren Zeilen mit drin gelassen, weil vielleicht der ein oder andere diese beiden schon mal gesehen hat oder so. Also die stehen auch in der Config. Die sind jetzt für die Fritzbox nicht relevant, also aber für andere Modems, ich glaube EPC oder so, die verwenden das dann als Passwort und Benutzer. Und also diese ganzen Sachen stehen halt alles in der Config drin. Und dann kommt so ein Abschnitt, haben wir Upstream Service Flow, Downstream Service Flow. Und dann sehen wir hier so 2 Zeilen, also einmal in Zeile 5, nee, was haben wir doch? Zeile 6, Max Rate Sustained in Upstream Service Flow, und dann haben wir unten im Downstream Service Flow auch nochmal eine Max Rate Sustained. Und das ist die Geschwindigkeit, die das Modem einstellt. Also ich glaube in dem Fall war es 100, ich glaube ein 150er Anschluss, also Downstream 150, Upstream weiß ich gar nicht, was dann 50, 5 Mbit, glaube ich. Ja, und was ist denn jetzt, wenn wir da einfach mal sowas reinschreiben? Versuchen wir es mal. Also stellt sich raus, dass so einfach ist es dann doch nicht. Also wenn ich dann einfach da die Werte austausche und das mit dem DOCSIS Config Encoder wieder in Binärformat packe und das dann auf das Modem, und dann geht nichts, kommen Fehlermeldungen und der akzeptiert die Config nicht. Und dann guckt man ein bisschen weiter. Da gibt es dann ganz am Ende diese 2 Zeilen. Da gibt es einmal die CM-MIC und einmal die CMTS-MIC. MIC steht für Message Integrity Check. Die CM-MIC ist eine Checksumme über die Konfiguration, über die gesamte. Und die CMTS-MIC ist eine Checksumme über die CM-MIC und ein sogenanntes Dynamic Shared Secret. Das findet man, wenn man sich von Cisco in die Dokumentation reinguckt, für die CMTS, da wird das beschrieben. Also das ist letztendlich ein zufällig generiertes eine zufällig generierte Kombination, die eben nur dem CMTS bekannt ist. Die kennt das Modem nicht. Das heißt, ich kann zwar dann mit dem DOCSIS Config Encoder die CM-MIC berechnen, weil das ist ja letztendlich einfach nur eine Checksumme über das ganze Ding, aber da das Dynamic Shared Secret eben nur dem CMTS bekannt ist, kann ich die CMTS-MIC nicht neu berechnen. Also ich kann die CM-MIC neu berechnen, weil die ändert sich ja, wenn ich was in der Konfiguration ändere. Und dementsprechend müsste sich auch die CMTS-MIC ändern, weil die ja auch wiederum von der CM-MIC abhängt. Aber da ich das Shared Secret nicht kenne, kann ich sie nicht berechnen. So, jetzt, wenn wir nochmal zurück überlegen, wie das Netz aufgebaut ist und wie das Ganze funktioniert, stellt sich natürlich die Frage, wenn das Modem die CMTS-MIC nicht kennt, kann es ja letztendlich auch gar nicht überprüfen, ob die beziehungsweise das Modem das Shared Secret nicht kennt, kann das Modem ja letztendlich auch überhaupt nicht überprüfen, ob die CMTS-MIC gültig ist oder nicht, weil er kennt ja das Shared Secret nicht, er muss einfach davon ausgehen, dass es gültig ist. Das heißt, letztendlich muss es da wieder einen Mechanismus geben, dass der Provider dann hinterher, nachdem das Modem schon die Konfiguration übernommen hat, überprüft, ob die CMTS-MIC auch wirklich die richtige ist. Ich vermute, also so genau habe ich mich dann damit nicht mehr befasst, ich vermute, dass dann per SNMP eben bestimmte Abfragen gestellt werden, ob die CMTS-MIC auch entsprechend gesetzt wird, beziehungsweise, dass das vielleicht so passieren soll. Wenn man jetzt aber mal mit so einem Script hier, also was das macht, ist letztendlich, also auf der Box ist, gibt's habe ich ja schon gesagt, das wird per TFTP die Datei runtergeladen, dafür gibt's ein Binary, das heißt TI-TFTP. Das lädt die Datei dann irgendwo nach Wartemp, legt es die ab und die wird dann verwendet. So, jetzt will ich ja meine eigene Konfiguration verwenden, und die Idee, die ich hatte, war, was passiert denn jetzt, wenn ich meine eigene, also angepasste Konfiguration mit berechneter CM-MIC, die kann ich ja berechnen, nehme und dann jetzt da einfach mal die CMTS-MIC dranhänge, die mir der Provider in seiner Konfiguration gegeben hat. Also das ist genau das, was dieses Script macht. Also ich habe einfach das TI-TFTP woanders hingelegt, habe da meinen Wrapper hingelegt, der dann im Prinzip auch wieder das originale TI-TFTP aufrührt, um die Originaldatei des Providers runterzuladen, die aber dann woanders abzulegen. Dann dann ist ein bisschen mache ich noch dann hinten das, weil die mit 0 Bytes gepaddet ist, die schmeiße ich dann hinten noch weg.
Und dann ziehe ich mir die letzten 17 Bytes, genau genommen sind es eigentlich 16 Bytes, also die CMTS-MIC ist 16 Byte lang und dann habe ich noch ein Byte davor, was sagt, so, was ein Flag setzt, so hier kommt jetzt ein CMTS-MIC. Wahrscheinlich, also ich hätte auch einfach nur die letzten 16 Bytes nehmen können und selber, aber in dem Fall, ich habe 17 Bytes genommen und wir sehen, also ich hänge dann einfach die 17 Bytes von der Provider-Konfiguration an meine Konfiguration hinten dran und ja, das ist, was dann die Box anzeigt. Natürlich habe ich dann jetzt keine 1337 Mbit in beide Richtungen. Letztendlich kann ich da auch einen beliebigen Wert reinschreiben, der wird dann da stehen. Aber das, was das Netz dann hergibt an diesem Knotenpunkt, würde dann theoretisch auch durchgehen, weil die Box jetzt keine Limitierung mehr macht. Also die alles, was bis 1337 Mbit, hier sehen wir auch, das ist noch eine alte Fritzbox mit 6320, ich glaube, die kann gar nicht so viel, aber das würde genauso auch bei den neueren Boxen funktionieren. Also letztendlich ist jetzt diese komplette Beschränkung weg und man hätte auch einfach null reinschreiben können, was so viel bedeutet wie unlimited. Also alles, was das Netz hergibt, da lassen sich natürlich dann auch spekulieren, dass man vielleicht auch andere Spiele rein mit dieser Konfiguration, also was sie dann, sie haben ja dann auch irgendwie, wenn wir mal zurückgehen, da stehen ja dann auch sowas wie CoOS-Param und Service-Flow-References drin und so, ne, wenn man sich überlegt, da läuft ja auch Voice-over-IP und dann diese ganze Hotspot-Geschichte und da haben sie natürlich dann eigene Service-Flows für, damit habe ich mich nicht befasst, aber wenn man den Gedanken weiterspinnt, ne, vielleicht hat man dann plötzlich Internet und die ganzen Nachbarn nicht mehr, ne? Weil man halt eine höhere Priorität hat. Also, ja. Gut, ja, und bin ich ein bisschen früher fertig? Haben wir noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen? Ja, vielen Dank. Gibt's ein? Ja, danke schön. Dieses MIC, ist das ein kryptografischer Hash oder mehr so eine Checksum? Nochmal. Dieses MIC, Cisco, ist das ein kryptografischer Hash oder mehr so eine Checksum? Das ist einfach eine Checksumme, ja. Also dann so könntest du ja mal versuchen, einfach dein Config-File so zu padden, dass die MIC genauso ist wie vorher und schauen, selbst wenn sie dann noch irgendwie so einen Check einbauen, dass das immer noch geht. Ja, könnte man sich natürlich mal überlegen, ja. Also das Ding ist natürlich, also wie gesagt, dieses Dynamic Shared Secret, beziehungsweise die CMTS-MIC, bei jedem Verbindungsaufbau wird die neu generiert. Also es ist nicht, ich kann mir nicht einfach einmal die Config holen, mir die CMTS-MIC rauskopieren, sondern das wird halt, bei jedem Verbindungsaufbau ist die neue, weil es halt ein neues Dynamic Shared Secret gibt. Soweit klar, aber du hattest ja gesagt, die CMTS-MIC wird dann aus der vorherigen MIC und dem Secret berechnet, jetzt genau. Wenn natürlich die vorherige MIC aufs Gleiche rauskommt. Also es ist möglich, dass sie es so implementiert haben. Okay, danke. Senden und empfangen die Modems, die im gleichen Signalsegment, im gleichen Kabelsegment liegen, denn im gleichen Spektrum oder wird durch das Spektrum des vielleicht vom Provider kommt auch die Bandbreite begrenzt? Also ich glaube, die Upstream-Kanäle, das wird dann aufgeteilt irgendwie. Aber kannst du nochmal die Frage? Die Frage ist, wie wird sozusagen das Spektrum aufgeteilt? Liegen da alle Modems im gleichen Bereich und wenn dann per TDMA oder sowas aufgeteilt, wer wann senden darf? Oder? So genau weiß ich das nicht. Ich glaube, das gibt einfach einen bestimmten Bereich, der für Upstream vorgesehen ist und das wird dann über die Config eben. Also es gibt, also die Box, wenn sie sich verbindet, sucht sie sich erstmal den Downstream-Kanal und über den kriegt sie dann die Konfiguration, wo dann letztendlich die ganzen Parameter drinstehen, welche Frequenzen sie zu verwenden hat und welche Kanäle. Ich vermute mal, dass das dann irgendwie Unterschied, also dass dann nicht alle Modems genau die gleichen Frequenzen, aber das kann ich jetzt nicht beantworten. Trackt denn der Provider, wie viele Daten übertragen wurden in der Zeit, also dass sie das dann merken, dass das zu schnell war? Also letztendlich müssten sie es merken können, weil klar, sie kriegen ja natürlich, haben ja irgendwie auch ein Logging-System, aber ob die da irgendwie das auswerten oder nicht, das weiß ich nicht. Also, aber theoretisch, klar, könnten die das natürlich sehen. Und theoretisch wäre es natürlich auch möglich, dass der Provider eben auf der CMTS-Seite auch einfach da nochmal per QoS oder wie auch immer, da nochmal verhindert, dass einfach mehr. Das würde natürlich dann aber auch wieder zur Folge haben, dass dann Pakete gedroppt werden und dann habe ich wieder TCP-Retransmission, also so Probleme, wie man sie aus dem Mobilfunknetz kennt, was sie wahrscheinlich auch einfach nicht wollen, weswegen das nicht gemacht wird.
Hi. Genau. Der Upload ist tatsächlich bei den Boxen mit TDMA. Die benehmen sich also relativ gut alle auf dem Kabel. Die haben den Bereich von 0 bis um die 68 MHz. Ja. Benehmen sie sich alle ganz gut. Wenn eine Box Amok läuft, kann die auch das ganze Netz lahmlegen. Das ist auch ganz lustig. Nochmal. Wenn eine Box Amok läuft, kann sie auch das ganze Netz lahmlegen. Das ist auch ganz lustig. Okay. Also wenn sie Dauerträger sendet quasi. Und die andere Sache ist aber der Downstream, der ist ja auch bei allen anliegend und es gibt da so einen Trick mit einem DVB-C-Empfänger, normales TV-Karte, da kann man den ganzen Downstream sehen, der ist natürlich gekryptet, aber da sieht man auch alle MAC-Adressen, allen ARP-Traffic, alles von allen anderen Leuten. Und gerade wenn man dann so die Private Keys hat, dann kann man ja mal... Ganz interessant. Also da musst du mir vielleicht dazu sagen, dass die Fritzbox ist ja ein Linux-System und da kann man, also bei den alten Firmware-Versionen war es sogar schon mit drin. Für neuere kann man es natürlich cross-kompilieren, TCP-Dump draufpacken. Also die DS11-Boxen haben das sogar über das Web-Interface, so ein Capture-Feature. Und da siehst du auf jeden Fall auch die ganzen Broadcasts und von den Nachbarn die MAC-Adressen. Das siehst du halt alles auch da. Müsste man sich natürlich mal angucken, ob man die vielleicht irgendwie in Promiscuous Mode kriegt, dass man da ein bisschen mehr, vielleicht unterhalten wir uns nochmal. Ja. Hallo, du sagtest, das Kabelnetz ist aufgebaut wie so eine Baumstruktur. Mhm. Haben die Provider jetzt dann eine einfache Möglichkeit herauszufinden, wo die Box steht, die jetzt die Fehler auf die Signale schickt? Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er da vielleicht irgendwie über Signallaufzeiten, aber letztendlich ist es halt eine Baumstruktur. Und normalerweise natürlich wissen sie halt, wenn sie einem Kunden an der Adresse das Modem mit der MAC-Adresse verkaufen, dann wissen sie, wo das Modem steht. Aber auch wenn man jetzt ein legitimer Kunde ist und das Modem mit der MAC-Adresse hat und das ist provisioniert, dann kann ich das Ding auch von Frankfurt nach Offenbach nehmen und anschließend es wird dort genauso funktionieren. Also da wird, also es ist auch, man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass sie das dann auf die CMTS einschränken, also dass die dann sagen, okay, diese MAC-Adresse darf sich eben nur an dem CMTS anmelden, aber genau das wird halt nicht gemacht. Weil sonst würde das Ganze ja auch gar nicht, also das Ding ist ja, wenn ich zweimal die gleiche MAC-Adresse am gleichen CMTS betreiben wollen würde, würde das nicht funktionieren, weil dann habe ich Kollisionen. Wenn ich aber die gleiche MAC-Adresse an zwei verschiedenen CMTSen betreibe, funktioniert das problemlos und die kriegt eine IP und ja. Da hinten ist noch eine Frage. Du hast dir einen beliebigen Upstream gegeben. Haben Sie das mittlerweile gepatcht? Wie bitte? Du konntest dir den Upstream beliebig setzen. Patchen Sie das? Haben Sie sich dazu geäußert? Also, soweit ich weiß, nicht, nein. Ah, gut. Ich habe das so verstanden, dass du eine bestimmte Anzahl Kanäle für den Up- und den Downstream kriegst, die irgendeine maximale Bandbreite haben. Das heißt, wenn du irgendwie 150 Megabit buchst, hast du vielleicht 3x50. Das müsste dann eigentlich ja egal sein, ob du jetzt sagst, du willst ein Gigabit haben. Wenn du nicht mehr als diese drei Kanäle kriegst, wirst du wahrscheinlich nicht über die 150 rauskommen, oder? Also es ist... Also ich krieg eine bestimmte Anzahl an Kanälen, aber ist es so, glaube ich, dass die... Also in dem Fall haben wir jetzt... geht jetzt nicht. Okay. die neueren Boxen mit der gleichen Konfiguration, wenn man das mit einer 6490 macht, dann siehst du auch immer, dass die auch direkt schon mehr Kanäle haben. Also soweit ich das verstanden habe, wird das eben nicht, also die kriegt halt die Kanäle, die da sind und dann geht da auch die Bandbreite drüber, die über die Kanäle geht. Das wird eben dann nur über die Konfiguration eingeschränkt. Ja. Du hast gesagt, man könnte eine MAC-Adresse an nur einem CMTS, also pro CMTS, genau. Kann man sich dann die Boxen im Prinzip klonen und an verschiedenen CMTSen sich einen Internetanschluss teilen oder sowas? Ja, alles klar. Dann nochmal vielen Dank. Ja, danke schön.